Obwohl Nick Diaz nicht nach den Regeln der UFC gespielt hat, haben sie ihn nicht gefeuert, sondern ihm einfach einen neuen Gegner gegeben. Er nimmt den Platz bei UFC 137 von Carlos Condit ein und soll da jetzt gegen BJ Penn kämpfen. Ja, das hat natürlich sofort für Verschwörungstheorien gesorgt, dass die UFC das alles geplant hatte, um den Kampf weiter zu hypen. Meine Meinung dazu konnte man bereits auf Ground and Pound lesen. Jetzt wüsste ich gerne, ob ihr auch zu diesen Verschwörungstheoretikern gehört. Also UFC hat ja schon in der Vergangenheit gezeigt, dass Kämpfer, worin sie einen großen Vermarktungswert sehen, die jetzt, sage ich mal, auch nicht die erfolgreichsten Kämpfer sind, aber unterhaltsame Kämpfe liefern. Als ein anderes Beispiel, dass sie da ab und zu ein wenig Gnade vor Recht ergehen lassen. Beste Beispiel oder das aktuellste ist ja auch Chael Sonnen. Also ich glaube, hätte sich ein anderer Kämpfer, der sich nicht so gut vermarkten lässt, so verhalten, der wäre achtkantig rausgeflogen. Und ich denke, dasselbe machen sie gerade mit Nick Diaz. Das ist ein Kampf, wo die Leute dann nicht sagen können, okay, der hat jetzt einen total einfachen Gegner stattdessen bekommen und ich sehe da keine Verschwörungstheorien. Ich sehe ganz einfach, dass die UFC jetzt einfach Nick Diaz nicht rausknallen möchte, weil sie für ihn noch einfach da zu viel Marktwert sehen. Na, das ist eine Investition. Die haben Geld investiert und zwar nicht wenig. Sie haben Strikeforce geschwächt und jetzt sollen sie ihn einfach so gehen lassen. Das ist natürlich auch eine betriebswirtschaftliche Rechnung und am Ende war es wahrscheinlich nicht zu rechtfertigen, ihn jetzt aufgrund der Eskapade gehen zu lassen, weil sie einfach so viel Geld in ihn investiert haben, gleichzeitig noch Opportunitätskosten haben. Das heißt, sie können bei Strikeforce mit ihm kein Geld mehr verdienen. Sie sind eben einen Schritt weitergegangen und jetzt müssen sie das Ganze irgendwie zu Ende bringen. Wenn er sich nochmal was erlaubt, ist er aber, glaube ich, draußen. Ja, denkt ihr, dass er denn jetzt brav zu den Pressekonferenzen auftreten wird? Ja, ich denke schon, dass er jetzt bei den Pressekonferenzen sich wohl vernünftig verhalten wird oder beziehungsweise auch auftauchen wird, weil sonst ist das ja ich denke mal, dass die UFC dann da nicht mehr ins Auge zurück, beziehungsweise ihn weiterhin dann dort kämpfen lassen wird und dann rausschmeißen wird. Ja, die Frage ist ja auch, welche Strafen erwarten auch vielleicht finanziell Nick Diaz beim dauerhaften Fehlverhalten, was er jetzt in letzter Zeit gemacht hat. Und da halte ich die UFC schon für so clever, dass sie dort empfindliche finanzielle Strafen, also Geldstrafen ihm aufbrummen werden, wenn er dann auch sich weiterhin so verhält. Und ob da Nick Diaz dauerhaft Interesse dran hat, das wage ich zu bezweifeln. Für den Kampf gegen Penn wird er schon weniger Geld bekommen als für den Kampf gegen GSP. Wie seht ihr die Chancen gegen Penn? Ja, ich glaube, seine Chancen sind da nicht so ganz so gut. Also BJ Penn sehe ich da aus meiner persönlichen Sicht vorne. Der wird ihn ja wahrscheinlich schon auf den Boden kriegen und da den Deck zumachen, denke ich mal. Ja, ist interessant. Ich würde dort eher Nick Diaz die Chancen zusprechen, weil ich BJ Penn für einen hitzköpfigen Kämpfer halte, der dort nicht den Kampf direkt auf dem Boden suchen wird, sondern sich im Stand mit Nick Diaz eine Schlacht geben möchte. Und da sehe ich ganz klar die Vorteile für Nick Diaz. Und ja, ich werde gerne eines Besseren belehrt, aber ich halte dort BJ Penn für den, ja, nicht unbedingt den schwächeren Kämpfer, aber der taktisch den Kampf vielleicht zum falschen ja, im Stand verlagert, was ihm dann zu Verhängnis werden könnte. Ja, ich tendiere auch eher zu Danny. Auf der anderen Seite finde ich den Kampf aber sehr, sehr spannend, insbesondere weil ich erstens immer gerne BJ Penn sehe und zweitens einfach um zu sehen, welchen Gameplan er benutzen wird, um an diesen Kampf ranzugehen. Denn wenn ich mich jetzt richtig entsinne, also ich habe die Jungs jetzt nicht eigenhändig vermessen, aber ich glaube, Diaz hat doch einen erheblichen Reichweitenvorteil. Und BJ ist jetzt auch nicht unbedingt der Kick-Spezialist unter den Herren. Und dementsprechend, wenn er im Stand-up mit ihm kämpft, wird er wahrscheinlich boxen. Und da kommt der Reichweitenvorteil nochmal extremer zur Geltung. Und wie er das umsetzen will, ob er dafür die Geschwindigkeit hat, das bleibt so ein bisschen abzuwarten. Oder ob er vielleicht eine ganz andere Strategie fährt. Und das ist meiner Meinung nach ja das Spannende an dem Kampf. Und eigentlich,
Und da kommen wir eigentlich zu der positiven Geschichte davon. Finde ich die Paarung, wie sie jetzt ist, viel, viel interessanter. Also mir gefällt irgendwie das Duell Diaz gegen BJ besser, einfach aufgrund der Tatsache, es sind zwei sehr, 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 sehr gute Kämpfer und zwei extreme Persönlichkeiten, die gegeneinander kämpfen. Und Carlos Condit mag ich sowieso aufgrund seiner Leistung. Und auch seine letzten Performances im Octagon waren mehr als überzeugend. Und dementsprechend hat er meiner Meinung nach auch einen Titelkampf verdient. Und deswegen finde ich eigentlich die Matchups so rum viel, viel schöner. Das ist die schöne Geschichte an der ganzen Geschichte. Was ich da noch gerne hinzufügen möchte, ist Cardio. Es ist immer eine Frage bei BJ Penn, in welcher Verfassung ist er gerade? Er hat ja in der Vergangenheit auch gezeigt, dass er ein wenig trainingsfaul manchmal ist und dass er mit ansteigender Rundenzahl auch nicht mehr die Leistung abrufen kann, wozu er eigentlich in der Lage ist. Und mit Nick Diaz hat er da wirklich einen Gegner, der nicht nur viel einstecken kann, sondern eine wahnsinnig gute Cardio hat. Und da würde ich auch noch einen Knackpunkt sehen, wo BJ Penn wirklich hart dran arbeiten muss. Ich meine, Big Daddy, du als Kämpfer kannst mit Sicherheit auch den Zuschauern vielleicht auch mal sagen, wie wichtig Cardio überhaupt im Kampf ist. Auch wenn man sehr gute Fähigkeiten hat, kann man da überhaupt noch die Leistung so abrufen, wozu man eigentlich in der Lage wäre? Ja, definitiv nicht. Es gibt da diesen schönen Spruch, Fatigue makes cowards out of men. Also Ermüdung sorgt dafür, dass aus Männern Feiglinge werden. Und das ist schon so. Es gibt, glaube ich, kein schrecklicheres Gefühl auf dieser Welt, als vor x Hunderten oder Tausenden Zuschauern zu stehen. Kameras auf einen gerichtet und man ist einfach nur müde. Und da ist jemand gegenüber, der noch weitaus fitter ist als man selbst, der hat nur 4 Unzen Handschuhe an und versucht einen damit ins Gesicht zu hauen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schreckliches Gefühl. Man kann die ganzen Sachen theoretisch, der Körper gehorcht nicht mehr. Das ist ganz, ganz furchtbar. Manchmal, und das ist eben was, was die Zuschauer nicht sehen und was auch Leute, die auf dem Level noch nicht trainiert, beziehungsweise auch noch nicht gekämpft haben. Es gibt Dinge, die deine Cardio beeinflussen können, die vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun haben, wie gut du trainiert hast. Unter Umständen können das auch harte Schläge sein. Es kann sein, dass man so einen harten Schlag abbekommt, dass man so gerockt ist, wie man so schön sagt im Neudeutschen, dass auf einmal das Herz verrückt spielt, beziehungsweise der Kopf so im Stress ist und Stress frisst Sauerstoff und Sauerstoff wird eben auch dringend benötigt, um die Muskeln zu versorgen. Und dementsprechend kann es sein, dass auch sowas einen beeinflusst. Oder man hat einen schlechten Tag, die Leute haben vielleicht mit ihrem Weightcut ein Problem gehabt, was man vielleicht nicht sieht als Fan, was man vielleicht auch auf der Waage nicht gesehen hat. Aber das Rehydrieren hat nicht richtig funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Ihr alle kennt das vielleicht. Manche Tage steht man morgens auf und gar nichts läuft. Man hat Kopfschmerzen, vielleicht hat man ein bisschen Durchfall. Man fühlt sich einfach nicht gut. Und wenn man an so einem Tag aufsteht und es ist Fight Day, dann kann es eben auch passieren, dass man die Leistung nicht abrufen kann, wie man es gewohnt ist oder wie man es eigentlich verdient hätte, als Auszahlung für das harte Training, das man reingesteckt hat. Aber das ist eben immer das Problem bei Kämpfen. Es ist immer ein Tag, an dem man sich trifft. Und deswegen muss es auch Ziel sein, oder ist es mein Ziel, so gut zu sein und so hart zu trainieren, dass ich an meinem schlechtesten Tag meinen Gegner an seinem besten Tag besiegen kann. Alles andere ist einfach nur das Risiko, das man einfach eingeht, wenn man als Kämpfer in den Ring steigt. Und da ist eben von einem Lucky Punch bis hin zu all diesen kleinen Faktoren, die ich gerade angesprochen habe, alles drin. Ja, Andreas, du hast es auch eben gesagt, dass dich die Kämpfe jetzt, so wie sie jetzt angesetzt sind, mehr interessieren. Nachdem Dana White auf der Pressekonferenz den Kampf zwischen GSP und Carlos Condit angekündigt hat, ist GSP sofort in Marketingmodus gegangen und hat gesagt, dass Condit sowieso der viel bessere Kämpfer ist als Nick Diaz und der schwerere Gegner. Könnt ihr das unterschreiben? Jo, auf jeden Fall, 100%. Ja, das sehe ich auch wohl so. Ich kann mich dem nicht direkt anschließen. Carlos Condit ist mit Sicherheit ein würdiger Vertreter für Nick Diaz. Wie wir gerade schon gehört haben, sind einige auch der Meinung,
dass er sogar noch besser ist. Aber ich sehe Nick Diaz momentan in der Form seines Lebens. Ist im Stand sehr gefährlich, verfügt über eine gute Beinarbeit als auch schnelle Hände und hat auf dem Boden auch ganz schön viel zu bieten. Carlos Condit ist auch ein sehr kompakter Kämpfer, aber wenn man sagt, wenn man in Spielen, die man sieht, dort die Highscores hat, wo man da ein Gesamtpaket von der Stärkste, die 100 das Stärkste ist, was ein Kämpfer hat, würde ich da sagen, dass Nick Diaz so im Bereich der 90 liegt und Carlos Condit für mich im Bereich der 85. Ja, da gebe ich dir vielleicht recht, oder darüber möchte ich mich mit dir jetzt überhaupt nicht streiten. Die Frage ist aber im MMA nicht, wer ist im Allgemeinen im Rating besser, sondern welches Matchup ist besser. Und ich glaube, das Matchup Diaz gegen GSP war für GSP weitaus vorteilhafter als das Matchup Condit gegen GSP aus verschiedenen Gründen. Diaz ist gefährlich, ist sehr gefährlich, in erster Linie, weil er einfach eine Mörder-Cardio hat. Der Junge kann mit seiner Cardio gehen wie kaum ein Zweiter. Und vielleicht der einzige Zweite, der mir da einfällt, ist GSP. Und auf dem Level neutralisieren sie sich also. GSP hat zudem ein so gutes Ringen, dass er sich aussuchen kann, ob er mit Diaz in den Stand will oder am Boden. Und gleichzeitig ist er so bedacht, dass er nicht einfach in irgendeinen wilden Schwinger von Diaz reinrennt. Dementsprechend wäre der Kampf Diaz-GSP bestimmt spannend gewesen. Carlos Condit kennt GSP aber besser. Die Jungs haben zusammen trainiert. Das ist schon mal ein großer Vorteil für Condit. Zudem hat er diese, ja, er hat diese Möglichkeit zu finishen, auch mit mehr Variabilität als Diaz das kann, meiner Meinung nach. Und er ist brandgefährlich, er ist brandheiß und auch er ist in der Form seines Lebens. Und dementsprechend schätze ich ihn als den gefährlicheren Gegner für GSP ein. Das ist nicht nur Marketingmodus gewesen, meiner Meinung nach. Also er hätte es wahrscheinlich so oder so gesagt, ob es jetzt so gewesen wäre oder nicht. Aber ich bin davon auch überzeugt, dass das durchaus auch so ist und dass er das auch mit Berechtigung so sehen kann. Ja, neben der Aufregung um Nick Diaz und das Ganze drumherum hat die UFC noch weitere Kämpfe bekannt gegeben. So zum Beispiel den Kampf zwischen Ben Henderson und Clay Guida bei UFC on Fox. Ein Kampf, den viele erwartet haben. Was versprecht ihr euch davon? Also ich verspreche mir davon herauszufinden, ob Clay Guida jemals irgendwie einen Titel haben können wird in der UFC. Wenn er diesen Kampf verliert, dann ist er meiner Meinung nach, meines Empfindens nach, Gatekeeper. Dann ist er eben derjenige, an dem man vorbeikommen muss, wenn man in die oberen Ränge kommen möchte in seiner Gewichtsklasse. Wenn er den Kampf gewinnt, hat er sich empfohlen, hat er einfach auch in letzter Zeit viel geleistet. Und dann müsste man ihn in absehbarer Zeit mal irgendwie in Title Contention bringen. Ja, Benson Henderson hat einfach nur großartig ausgesehen in seinen letzten Performances. Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, in einem Kampf irgendwie nicht auf ihn zu wetten und zu setzen. Insofern es ihm natürlich gelingt, den Flummi irgendwie zu bändigen, der da mit langen Haaren vor ihm rumeiert. Aber es wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, wie er das machen wird. Denkt ihr, dass der Sieger einen Titelkampf bekommt? Also im Leichtgewicht Titelkämpfe beziehungsweise Kämpfer, die den Status oder die Berechtigung eines Titelkampfs sich verdient haben zu benennen, ist momentan sehr schwierig, weil das, glaube ich, derzeit die mit die dicht besiedelste Gewichtsklasse überhaupt ist. Da scharen sich ja gerade 10 Kämpfer um dieses Anrecht. Wenn er natürlich, sollte Henderson den Kampf gewinnen, also Clay Guida, könnte man berechtigterweise sagen, dass sie es verdient haben, gegen den zu dem Zeitpunkt würdigen Titelträger anzutreten. Ob es so sein wird oder ob Dana White bzw. die Oberen der UFC demjenigen den Titelkampf geben, das ist, glaube ich, liegt da mehr oder weniger schon an der Tagesform, wenn sie da gerade den Titelkampf zusprechen wollen.